2010 stand das Frauenhaus auf der Kippe. Der Landkreis wollte Geld sparen und die Einrichtung schließen. Betroffene Frauen hätten dann nach Bautzen ausweichen müssen. Nachdem sich Sozialministerin Christine Klaus für das Haus in Hoyerswerda stark gemacht hatte, kam es zum Kompromiss. Der Erhalt wurde zugesichert, die Kapazität aber angepasst. Das Trägerwerk Soziale Dienst übernahm den Betrieb und setzt jetzt sein Konzept um. Das heißt, wir haben unser Bedarfsangebot einfach insofern verändert, dass wir bedarfsgerechter arbeiten. Wir sind in der Mannstraße, hatten wir ein sehr großes Haus, was auch wirtschaftlich betrieben werden muss. Und unsere Aufgabe ist es, den Bedarf entsprechend auch die Angebote zu fahren. Wir sind also umgezogen, wir haben die Kapazität verändert von ursprünglich 20 jetzt auf 8, so wie das mal ursprünglich auch geplant war und vereinbart war. So, und denke, haben ein sehr gutes Umfeld für diejenigen, die der Hilfe bedürfen, auch geschaffen. Ein weiterer Vorteil der dezentralen Unterbringung ist, die Frauen können jetzt anonymer betreut werden. Auch wenn die Einrichtung in der Mannstraße einst ziemlich versteckt lag, wer dort ein- oder ausging, hatte offensichtlich Probleme. Sie wissen, dass wir damals das Frauenschutzhaus vom Demokratischen Frauenbund übernommen haben und die hatten das Angebot. Traditionell war das so entstanden, dass man das relativ offen und nicht anonym macht. Allerdings Frauenschutz, Kinderschutz ist in der Regel so im ersten Instanz, sollte anonym gehalten werden. Das war unser Ansatz, wo wir sagten, okay, komm, wenn wir das verändern, versuchen wir es zumindest anonymer zu führen. Die Beratung und Betreuung bleibt also wie bisher. Auch die Telefonnummer ist gleich. Die Mitarbeiter sind in Hoyerswerda unter 97 82 02 zu erreichen.